وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل هذا السلوك يبيض الله دم هنا لبيتن Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister, begrüßen wir euch hier im Hause Allahs Azza wa Jal und freuen uns, diese gläubigen Gesichter immer wieder anzutreffen. Möge Allah Azza wa Jal uns und euch im Paradies miteinander vereinen. Und das Schönste für uns ist diese Sehnsucht nach dem Paradies. Diese gibt uns Kraft und Hoffnung, dass wir inshallah ta'ala immer weiter durchhalten in dieser Dunya, wenn es auch schwer ist, gerade in diesen Tagen für gläubige Herzen. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, inna nasrallahi qarib. Der Sieg Allahs Azza wa Jal ist nah. Und du siegst, wenn du deine Religion lebst und wenn du mit dieser Religion stirbst, o Diener Allahs und o Dienerin Allahs. Und du wirst, bevor du stirbst, bevor deine Seele genommen wird, wird dir die frohe Botschaft gemacht, dass du was betrittst, das Paradies. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون und diejenigen die sagen unser Herr ist Allah ist dein Herr Allah wenn du zu denjenigen gehörst dann mache ich dir eine frohe Botschaft höre was Allah mein und dein Herr sagt wahrlich diejenigen die sagen Allah ist unser Herr reicht das viele sagen Allah ist unser Herr kennt ihr viele die sagen Allah ist unser Herr beten sie Fasten Sie? Haben Sie was mit der Religion zu tun? Nein. Allah Azza wa Jal, er beschreibt uns den richtigen Glauben. Und diejenigen, die sagen, Allah ist unser Herr und sich daraufhin auf einen geraden Weg begeben. Der Weg von Ahlus Sunnah wal Jamaah. Möge Allah uns zu dieser Gruppe zählen lassen. Und das ist die Gruppe, die ihre Religion richtig praktiziert, sie richtig versteht und diese Religion als oberstes Ziel in ihrem Leben nimmt. So dass sie es nur begehren, mit dieser Religion zu sterben. Das sind diejenigen, die rechtgeleitet sind. Allah sagt über sie, sie brauchen nicht ängstlich zu sein vor dem, was sie begegnen wird an Ereignissen Yawmul Qiyamah und am Tage des Gerichts. Möge Allah uns Sicherheit geben, allesamt an diesem Tag. Und sie brauchen auch nicht, la takhafu wa la tahzanu. Ihr braucht auch nicht traurig zu sein. Traurig wegen was? Wegen allem, was ihr hinter euch gelassen habt. Wer wird sich darum kümmern? Allah Azza wa Jal. Und ihr bekommt das Paradies, welches euch versprochen wurde. Was bewirkt so eine Ayah in deinem Herzen, o Diener Allahs? Reicht dir das? Wallahi, wenn du ein Gläubiger bist, dann reicht dir das. Warum? Das ist das Versprechen. Allah Azza wa Jal. Wird das passieren? Bei Allah, es wird passieren. Allah Azza wa Jal sagt, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا Nair. Allah sagt, die Paradiesbewohner rufen den Höllenbewohnern zu. Sie werden miteinander reden, ein Gespräch, einen Dialog haben. Wer? Die Paradiesbewohner und die Höllenbewohner. Die Paradiesbewohner werden sprechen, während sie wo sind im Paradies. Und die Höllenbewohner werden antworten, während sie wo sind im Höllenfeuer. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا Wir haben tatsächlich vorgefunden, was unser Herr Allah uns versprochen hat. Wo sind wir an diesem heutigen Tage? Im Paradies. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا Habt ihr auch das vorgefunden, o ihr Höllenbewohner, was euer Herr euch versprochen hat? قَالُوا نَعَمْ Sie sagen, wir haben das vorgefunden. Wir sind nämlich gerade wo? Im Höllenfeuer. Allahu Akbar. Das Versprechen Allahs ist wahr. Zweifel nicht an dem Versprechen Allahs, sondern mach dir viel mehr Gedanken über deine Standhaftigkeit auf diesem schweren Wege, der Omar das Leben gekostet hat. Omar wurde
Getötet für was? Für seine Religion. Der Uthman das Leben gekostet hat. Uthman wurde getötet wegen seiner Religion. Und der Ali ibn Abi Talib das Leben gekostet hat. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in, wurde ebenfalls getötet für diese Religion. Das ist ganz normal, liebe Geschwister, dass ein Mann in diesen heutigen Zeiten getötet wird, weil er sagt, Rabbiya, Rabbiya Allah. Ataqutuluna rajulan, ay yaqula Rabbiya Allah? Tötet ihr etwa einen Menschen nur, weil er sagt? Was sagt er? Mein Herr ist Allah. Möge Allah uns standfest machen. Wenn du aber diese Religion über alles liebst, wird Allah dich standfest machen. Und wenn du diese Religion so nimmst wie ein Kleidungsstück, wenn du sie brauchst, ziehst du sie an. Und wenn du sie nicht brauchst, ziehst du sie aus. So sage ich dir, o Diener Allahs, die Tage der Fitna sind da. Und welche Fitna wird dich, wal'iyadu billah, vom Islam reißen, wenn du deine Religion nicht ernsthaft praktizierst? Allah wird dir das Leben nicht leicht machen. Möge Allah Azza wa Jal jeden Muslim als Muslim leben lassen und sterben lassen. Und möge Allah Azza wa Jal die Nicht-Muslime zum Islam bringen. Liebe Geschwister, wie angekündigt, wollen wir heute bi'idhnillah as-Sami' al-Alim einen Kommentar dazu abgeben, was natürlich jetzt gerade politisch brisant und sehr, sehr wichtig ist für uns Muslime, denn vielleicht weiß der eine oder andere das, ich hasse Politik. Weil Politik ist das schmutzigste Geschäft. Das schmutzigste Geschäft. Ich rede nicht über islamische Politik, die ist anders als das, was wir in diesen Zeiten sehen, liebe Geschwister. Und daher haben wir auch angekündigt, dass wir dieses Statement, diesen Kommentar heute abgeben werden. Ich möchte das Thema genau wiedergeben. Das Thema ist das geplante Kopftuchverbot. Das muslimische Mädchen erretten oder sie von ihrer Religion entfernen. Darüber reden wir heute mit eurer geehrten Anwesenheit, liebe Geschwister, in der nächsten Stunde. Und ich hoffe, dass ihr mir nicht nur eure Ohren leiht, sondern auch eure Herzen, vor allen Dingen eure Herzen. Das Verbot vom Kopftuch. Und ich möchte, bevor ich präzise auf dieses neue Gesetz, was verabschiedet werden soll, es ist noch nicht verabschiedet worden, möchte ich erstmal unsere Muslime stärken, ihre Herzen stärken, bi'idhnillahi s-sami' al-alim, und auch den Nicht-Muslimen ein Bild darüber verschaffen, was ist der Islam? Was ist die Stellung der Frau im Islam? Wollen Sie die Information von den Medien nehmen? Oder wollen Sie sie lieber von Muslimen nehmen? Es ist heute sehr, sehr erstaunlich, dass man die Nicht-Muslime nach der Religion des Islam befragt. Ist das eine richtige Vorgehensweise? Bei Allah, nein. Diejenigen, die nicht ihre eigene Religion kennen, wollen über unsere Religion heutzutage urteilen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und wir lassen das nicht zu, weil wir ein Recht haben, unsere Religion zu erklären, zu verdeutlichen, so dass die Leute aus erster Quelle unsere Informationen entnehmen. Aus Koran und Sunna, so haben wir Muslime gelernt, nach dem Islam, walhamdulillahi rabbil alamin, zu leben. Lasst mich diesen Vortrag in vier Punkten zusammenfassen, liebe Geschwister. Erstmal, wir reden über die Ehrung der Frau im Islam. Nummer 1. Nummer 2, wir reden über das religiöse Gebot des Hijab und das, was die meisten Leute unter Kopftuch verstehen. Aber bei uns ist es was? Kopftuch oder Hijab? Hijab, wir kommen gleich dazu. Und die Lüge, dass dieses ein politisches Symbol ist oder eine Unterdrückung der Frau darstellt. Punkt Nummer 3, liebe Geschwister, die Scheinargumente der Islamgegner bezüglich des Kopftuchverbots. Und der vierte Punkt, eine Antwort an die Islamgegner. Und wenn wir es schaffen, bi'idhnillah as-sami' al-alim, möchte ich gerne einige Kommentare unserer Schwestern vorlesen, so dass wir auch die Stimme der Frauen hören können, wie sie die gesamte Situation sehen. Denn es geht schließlich auch um diese edlen Frauen. Möge Allah azzawajal uns stärken, möge Allah azzawajal uns die Wahrheit sagen lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala
uns zu einer Gemeinschaft machen, die alle für den Islam, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, einstehen. Die Ehrung der Frau im Islam. Erstmal sollte die Frau, die muslimische Frau, wissen, dass sie eine geehrte Stellung im Islam hat. Und bei Allah, sie kann stolz sein auf diese Stellung im Islam. Keine Religion, und ich betone es, hat der Frau eine Stellung gegeben, wie der Islam dieser Frau eine Stellung gegeben hat. Und ich mache euch einen Vorschlag. Derjenige, der mir gleich eine Frage beantwortet, und ich stelle sie euch in Kürze, der wird von mir 10.000 Euro bekommen. Versprochen. Wir lügen nicht. Wir lügen nicht. Alhamdulillah, es ist verboten zu lügen. Jetzt seid ihr wach, ich weiß. Wer kann das Geld gut gebrauchen? Allah, doch so viele Hartz-IV-Empfänger wie ich hatte. Hey. Wer beantwortet mir die Frage, wo steht die Sura Ar-Rijal im Koran? Was bedeutet Ar-Rijal? Die Männer. Wo steht diese Sura im Koran? Bitteschön. Ich hoffe, man hat meine Frage verstanden. Wo steht sie im Koran? Na? Nirgends. Sie wissen schon, dass keiner kriegt das Geld von der Lehre. Glaubst du, ich habe 10.000 Euro zu verschenken? Na? Ich verstehe nun. Eigentlich habe ich die Frage beantwortet. Es scheint so. Es scheint so. Aber die 10.000 wirst du nie sehen. Nein, ich sage, sag mir, wo diese Sura im Koran steht. Wo steht eine Sura im Koran, die heißt Ar-Rijal, die Männer? Es gibt sie nicht. Stattdessen gibt es eine Sura im Koran, sie heißt An-Nisa. Allahu Akbar. Und es gehört zu den längsten Suren im Koran. Wir hassen Frauen. Allahu Akbar. Wir hassen Frauen. Man will das, dass der Mann sich so in sein Bad reinbohrt mit den Fingern und sagt, die Frau ist nichts bei uns. Es gibt eine Sura, An-Nisa, die Frauen, so eine Sura hat Allah nicht den Männern gewidmet. Allahu Akbar. Und noch mehr, ihr solltet wissen, liebe Geschwister, der Islam hat das kleine Mädchen geehrt und er hat die Ehefrau geehrt, und er hat die Mutter geehrt. Und wir reden über die Frauen heute. Subhanallah. Wie hat der Islam die kleinen Mädchen geehrt? Aisha radiyallahu anha berichtete, und wir haben Überlieferung, alhamdulillah rabbil alamin. Aisha sagte, قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان. Einmal kam eine Frau zu mir und sie hatte zwei Töchter dabei. جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. So hat sie mich um etwas gebeten, dass ich ihr etwas zu essen gebe. Hört, was Aisha radiyallahu anha sagte, die Frau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, bei mir im Haushalt gab es nichts. Das sage ich den Schwestern, die mashallah 5 Schränke voll haben und sagen, ich habe nichts zum Kochen. Was sagte Aisha radiallahu anha? Bei mir gab es nichts. Nichts, absolut nichts. فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّهَا فَأَخَذَتْهَا. So habe ich ihr die Dattel gegeben, außer der Dattel hatte ich nichts. So habe ich ihr die Dattel gegeben, so hat sie genommen. فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ إِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا. So hat sie die Dattel genommen und sie hat sie in 2 Stücken gebrochen und hat jeder ihrer Tochter, diese Mutter, eine halbe Dattel gegeben. ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم. Dann ging diese Mutter und sie ist herausgegangen mit ihren Töchtern. So kam der Prophet صلى الله عليه وسلم, sagt Aisha رضي الله عنها, فحدثته, so habe ich ihn über diese Gegebenheit benachrichtigt. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dann sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam, man ibtuliya min al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar. Derjenige,
der mit Töchtern geprüft wird. Das heißt, er hat Töchter und er hat schwere Umstände und er ist gut zu diesen Töchtern. Gut zu diesen Töchtern. Er respektiert sie, er achtet sie, er zieht sie auf beste Weise auf. So sind sie für ihn ein Schutz vor dem Höllenfeuer. Allahu Akbar. So sind sie für ihn was? Ein Schutz vor dem Höllenfeuer. Das ist die Stellung der kleinen Mädchen. Möge Allah Azzawajal uns viele Mädchen geben. Und Frauen, die diese Mädchen bringen. Und dann sagen wir auch den Leuten, sowohl den Muslimen als auch den Nichtmuslimen, die Ehefrau ist geehrt bei uns im Islam. So sagt Allah im Koran subhanahu wa ta'ala, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, und geht mit ihnen, mit den Frauen, auf beste Art und Weise um. In jeglicher Hinsicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ, die Besten von euch Männer, sind die Besten zu ihren Ehefrauen. Und er sagte, damit er einen Maßstab darstellt, und ich bin der Beste zu meinen Ehefrauen. Allahu Akbar. Warum hat er sich als Beispiel genommen? Weil keiner ihm toppen kann. Vielleicht könntest du den oder den toppen, aber er hat dir sich selbst als Vorbild dargestellt, damit du weißt, die Sache wird nicht leicht für dich. Das ist dein Vorbild, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mit 9 Frauen verheiratet war und niemand von den Frauen konnte ein schlechtes Wort über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen. Das ist unser Vorbild. Das Vorbild für die gesamte muslimische Umma. Liebe Geschwister, subhanallah, wann kam diese Überlieferung? Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen. In dieser Zeit haben die Kirchen diskutiert, ob die Frau ein Mensch oder ein Tier ist. Und so ist es, wie ich gesagt habe. In dieser Zeit, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner gesagt hat, die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen. In dieser Zeit hat der Klerikus was diskutiert, ob die Frau ein Mensch oder ein Tier ist. Alhamdulillah, bei uns war sie von Anfang an ein Mensch. Möge Allah azzawajal unsere Frauen segnen. Und dann hört euch die Stellung von der Mutter an, liebe Geschwister im Islam. Wir haben sie gehört bezüglich der kleinen Mädchen, sind sie geehrt oder nicht? Und wir haben sie gehört bezüglich der Ehefrau, sollte man sie gut behandeln? Und wir sagen allen BZ-Lesern, was diese Presse, die natürlich einen bestimmten Kulturursprung hat, und wir haben es oft erwähnt, was diese auch euch über den Islam sagt, ihr müsst genau das Gegenteilige davon nehmen. Wenn sie sagen A, dann sagst du, nein, B war richtig. Das ist ein Indikator geworden für den Hass gegenüber dem Islam, liebe Geschwister. Hört zu, wie die Mutter geehrt ist im Islam. So kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er stand kurz vor einem Kampf. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat die Truppen zusammengesammelt, damit sie den Kampf gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen durchführen. So kam ein Mann zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und er sagte zu ihm, Ya Rasulallah, ich möchte dich begleiten bei diesem Kampf. So fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Hal laka min hast du eine Mutter? So sagte der Mann, Naam. Ich habe eine Mutter, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. So geh und sorge dich um deine Mutter, kümmere dich um deine Mutter, denn das Paradies ist unter ihren Füßen. Allahu Akbar. Das Paradies ist unter ihren Füßen. Liebe Geschwister, es gibt eine Überlieferung allgemein, das Paradies ist unter den Füßen der Mütter. Diese ist keine authentische Überlieferung. Aber diese Überlieferung, dass er diesen Mann wohin geschickt hat, zu seiner Mutter und nicht mit den Propheten sallallahu alaihi wasallam in den Kampf ziehen gelassen hat, er sagte zu ihm, geh zu deiner Mutter, kümmere dich um sie, denn das Paradies ist unter ihren Füßen. Und in einer anderen Überlieferung, ja'a rajul, wir wollen klar machen, was die Stellung der Frau ist, damit die Nichtmuslime ab jetzt schweigen. Das ist Koran und Sunna, was wir euch sagen. Was die anderen euch vorleben, die Mujrimin sind, die Verbrecher sind, die Ungerechte sind, das ist nicht unsere Sache. In jeder Religion gibt es Verrückte. Es gibt bei den Muslimen Verrückte, es gibt bei den
Christenverrückte und es gibt bei den Juden ebenfalls Verrückte. Deswegen, wir halten uns an unseren Büchern, liebe Geschwister. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ. Ein Mann kam zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam und sagte, man ahakku nasi bi husni sahabati, wer von den Menschen hat das meiste Anrecht, dass ich ihn auf beste Art und Weise behandle? Qala ummuk, er sagte, deine Mutter. Qala thumma man, okay, ich habe verstanden, ja Rasulallah, meine Mutter. Wer danach? Qala ummuk, nochmal deine Mutter. Er sagte, thumma man, wer danach? Qala ummuk, so sagte er, deine Mutter zum dritten Mal. Qala thumma man, wer danach, ja Rasulallah? Er sagte, thumma abuk, danach dein Vater. Die Mutter hat 3 Rechte mehr als der Vater. Was für eine terroristische Religion. Was für Unterdrücker. Allahu Akbar. Die Mutter, sie trägt das Kind in der Regel 9 Monate. Die Mutter entbindet das Kind. Alles schwere Angelegenheiten bei Allah. Die Mutter entbindet das Kind und dann, nachdem sie es entbunden hat, was macht sie? Sie stillt es. Die Mutter hat 3 Rechte mehr als der Vater. Ja, und es liegt nichts dabei, wenn du nach Hause gehst zu deinen Eltern, so gehst du direkt erstmal zu deiner Mutter. Ich berichte euch vom Islam. Ich berichte euch nicht von schlechten Vorbildern, liebe Geschwister. Und Leute, die dann als Maßstab für den Islam lügnerischerweise genommen werden. Bei Allah, das ist nichts anderes als eine Lüge über den Islam. Wir wissen, dass nicht viele den Islam richtig praktizieren. Aber das ist nicht die Schuld unserer Religion, das ist ihre eigene Schuld. Werden sie zur Rechenschaft gezogen, Yawm al-Qiyamah? Bei Allah Azza wa Jal, sie werden zur Rechenschaft gezogen, liebe Geschwister. Das ist der erste Punkt. Und ich mache jeden Punkt kurz, damit man auch vielleicht dieses Scheibchenweise auch in das Internet stellen kann. Der zweite Punkt, das religiöse Gebot des Hijab und die Lüge, dass dieses ein politisches Symbol ist oder eine Unterdrückung der Frau darstellt. Wir schauen wieder wo herein? In unsere Grundlage, den Koran. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minin. O Prophet, sag zu deinen Frauen und zu deinen Töchtern und zu den gesamten gläubigen muslimischen Frauen, was soll er ihnen sagen? Hört zu. Es sollte nicht nur bei seinen Ehefrauen bleiben und bei seinen Töchtern, sondern an alle gläubigen muslimischen Frauen. Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Sie sollen sich reichlich bedecken. Sie sollen Kleidung über sich schlagen, so dass ihre Reize nicht zu sehen sind. Frage, und das will ich auch deutlich machen in dieser kurzen Sitzung, möge Allah diese Sitzung segnen. Hat Allah hier etwas vom Kopftuch gesagt? Was sagt Allah Azza wa Jalla? So sollen sie ihre Kleidung über sich schlagen, über ihren Kopf, über sich, das bedeutet den gesamten Körper. Und ich möchte das auch den Nichtmuslimen klar machen und auch unseren muslimischen Frauen, möge Allah Azza wa Jalla sie segnen. Das Kopftuch ist falsch und es gibt kein Kopftuch in unserer Religion. Es gibt nur ein Hijab. Das ist der korrekte islamische Ausdruck. Bedeutet nicht nur, dass eine Frau bei uns ein Kopftuch trägt und dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Nein, bei Allah nein, sondern sie bedeckt ihren gesamten Körper von oben bis unten. Sie bedeckt ihren gesamten Körper. Und Jilbab, das Wort, was hier im Koran genannt wurde, es ist ein Kleidungsstück, was den gesamten Körper bedeckt, liebe Geschwister. Subhanallah. Es gibt Frauen, die tragen ein Kopftuch. Und wenn sie dieses Kopftuch ausziehen würden, würden sie genauso aussehen wie Frauen, die keine Muslime sind. Ist das richtig? Ist das richtig?
Das heißt, wenn es nur das Kopftuch wäre, es gibt nicht muslimische Frauen, sie tragen Kopftücher. Ist das dasselbe? Nein. Hijab bei uns bedeutet, liebe Geschwister, nicht nur, dass eine Frau den Kopf bedeckt. Sie bedeckt ihren gesamten Körper. Allahu Akbar. Und Allah Azzawajal sagt in einer anderen Ayah, وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا. Und sie zeigen nichts von ihren Reizen, außer das, was sichtbar ist. Natürlich, die Kleidung ist sichtbar. Sie kann sich ja nicht unsichtbar machen. Aber mit dieser Kleidung bedeckt sie ihre gesamten Reize. Das bedeutet, sie hat ein Hijab, ein Kleidungsstück, welches den gesamten Körper bedeckt. Liebe Geschwister, es gibt bei uns im Islam keine vorgeschriebene afghanische Kleidungsvorschrift, keine türkische Kleidungsvorschrift, keine arabische Kleidungsvorschrift. Was ist das Ziel hinter dem Hijab? Es soll den gesamten Körper bedecken, die Reize. Ob man so ein Modell wählt oder so ein Modell, Hauptsache, es macht ihren Zweck und ihren Sinn. Das ist das Wichtigste. Und Kopftuch ist falsch. Und das sage ich besonders unseren Schwestern. Denn subhanallah, was soll dich, o edle Schwester, unterscheiden von einer Frau, die vielleicht kein Kopftuch trägt, aber sie hat sonst genauso wenig an wie du? Zum Beispiel nur eine enge Hose, zum Beispiel nur eine Bluse. Ist das Kopftuch das Entscheidende? Nein. Höre zu, was Allah azzawajal weiter in der Ayah sagt. O du Prophet, o Prophet, sag zu deinen, sagt es mit mir, ich möchte, dass ihr die Ayat lernt, sag zu deinen Ehefrauen und zu deinen Töchtern und zu den gläubigen Frauen, sie sollen was? Ihre Gewänder über sich schlagen. Wir haben das erklärt, den gesamten Körper. Warum? Allah erklärt das in der Ayah. ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَنْ. Das ist eher garantiert, wenn sie sich richtig bedecken, dass sie als rechtschaffene Frauen, sagt es mit mir, erkannt werden und demnach nicht belästigt werden. Allahu Akbar. Dieses sollt ihr in euren Köpfen festhalten. Eine Frau, die ein John Wayne-Tuch trägt und wie eine Ente watschelt, werden die Männer sie anmachen? Sie und ihre Schwester. Das ist nicht gemeint. Was setzt Allah Azza wa Jalla hier als Ziel? Eine Frau, die als rechtschaffene Frau erkannt wird. Wenn ein Mann sie sieht, dann sagt er, mit dieser Frau kann ich sowieso nichts anfangen. Das ist das Ziel. Sind unsere Frauen so angezogen? Ich frage euch, sind eure Frauen so angezogen? Ein Nicht-Muslim sagte zu mir einmal, was soll dieser Quatsch, den eure Frauen begehen, dass sie nur ein Kopftuch anziehen und sonst nackt sind? Ich hätte ihnen eine leichte Antwort geben können, dass sie richtig oder falsch handeln. Falsch handeln. Aber was hat er gesehen? Die Realität. Bis wir eine Realität gesehen haben, dass eine Frau ein Kopftuch trägt, und das sage ich zu den Nicht-Muslimen, dass sie ein Kopftuch trägt und dazu ein Minirock. Der Islam nennt das nicht Hijab. Der Islam hat das nicht für richtig befunden. Nein, der Islam sagt, sie muss ihren gesamten Körper bedecken. Warum? Sie soll erkannt werden als eine rechtschaffene Frau und demnach soll sie nicht belästigt werden von fremden Männern. Und ich möchte nur kurz ein paar Momente zurückspulen. Könnt ihr euch erinnern, liebe Geschwister, als die Debatte gewesen ist im Bundestag, dass so viele Frauen angegrapscht werden? Hä? Könnt ihr euch erinnern alle? Das war vor nicht allzu langer Zeit. So viele Belästigung. Ich mag das eine Wort nicht mit SEX oder keine Ahnung. Ich mag das nicht, ich gebrauche das Wort auch nicht. Es waren so viele Belästigungen gegenüber den Frauen in der Wirtschaftsbranche, im Parlament, in allen Dingen. Warum? Fragt euch mal, warum? Ich sage euch die Antwort. Wenn eine Frau nicht als rechtschaffene Frau erkannt wird, was sollte einem die Tür verschließen, so eine Frau anzumachen? Und jeder lebt nach seinen Gesetzen, wie er will. Ich dränge niemanden etwas auf. Ich habe meine Religion, Alhamdulillah, und ich glaube zu 100% an meine Religion. Und für mich ist das die einzige Wahrheit. Was andere glauben, ist ihre Sache, liebe Geschwister. Was ist also das Ziel hinter dem Hijab? Sagt es mir, dass die Frau als rechtschaffen erkannt wird und demnach nicht belästigt wird. Tayyib, jetzt kommt eine Kopftuchfrau raus. Sie ist so geschminkt wie ein Tuschkasten, der auseinandergefallen ist. Und sie geht auf der Straße mit einem halben Rock
und sie benimmt sich nicht islamisch, frage, hat sie das Ziel erfüllt, was Allah von ihr will? Antwort, nein. Nein. Und so leid es mir tut, Schwestern, die Religion ist die Wahrheit. Und wir müssen uns selber alle erziehen. Wir alle, nicht nur unsere Frauen, wir selber müssen uns erziehen. Und diese Erziehung macht die Schönheit des Islam aus. Dass wir nicht sagen, wir handeln nach unseren persönlichen Bedürfnissen, sondern wir sind Muslime und unterwerfen uns vor Allah Azza. Wenn Allah uns sagt, eine Sache ist so, dann ist sie für uns so. Weil wir Muslime sind. Weil wir Allah lieben. Weil wir Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala als den Allweisen sehen. Den, der nur das Beste für seine Diener möchte. Weil wir Allah Azza wa Jal als den Allbarmherzigen sehen. Wenn wir auch Fehler machen, er wird uns immer wieder vergeben, subhanahu wa ta'ala. Und weil wir auch Allah Azza wa Jal als allgewaltig sehen, wen er will, den bestraft er, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah Azza wa Jal uns alle in das Paradies eingehen lassen. Der Jilbab ist ein Kleidungsstück, welches den gesamten Körper bedeckt, liebe Geschwister. Welcher Mann wird sich so einer tugendhaften Frau nähern? Niemand. Niemand wird sie als Spielzeug sehen. Und niemals wird ein Mann diese Frau anmachen, weil Allah Azza wa Jal diese Frauen geschützt hat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und der Hijab, liebe Geschwister, ist, wie ich gesagt habe, etwas, was den gesamten Körper bedeckt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet in einer Überlieferung bei Imam Muslim, das ist einer der authentischsten Bücher nach dem Koran, er sagte, Nisa und Kasiyat, Ariyat, Ma'ilat, Mumilat, La yadkhulna al-Janna wa la yajidna rihaha. Es wird Frauen geben, die sind angezogen, aber doch nackt. Überlegt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie in seiner Zeit nicht gesehen. Das heißt, er hat uns über was berichtet? Über die Zukunft. Und von wem hat er dieses Wissen? Nur von Allah Azza wa Jalla. Es wird Frauen geben und diese Frauen können mit uns diese Hadithe studieren, ob wir Zeitzeugen sind oder nicht. Es wird Frauen geben, die sind angezogen, aber doch nackt. Das heißt, Kopftuch ist dran, aber was ist alles unbedeckt und die Reize sind zu sehen? Ihr gesamter Körper. Sie sind angezogen und doch nackt. Ma'ilat, Mumilat, das ist etwas schwer zu übersetzen. Sie haben einen verführerischen Gang beim Laufen und bringen anderen diesen Gang bei, genauso zu laufen. Passiert? Passiert. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und du Schwester, ich denke, es ist auch dein Prophet, deswegen liebst du ihn und möchtest dich an seine Befehle halten. Er sagte, diese Frauen werden nicht das Paradies betreten. Höre nicht auf Abul Bara. Von mir aus kannst du mich hassen bis zum Tag der Auferstehung. Ich habe kein Problem damit. Aber bitte, so viel Respekt zu unserer Religion. Ich rede hier über Koran und Sunna. Abul Bara sagt dir nichts von seinem eigenen Wortschatz, sondern ich lese dir Ayat vor und Hadith. Sie werden nicht das Paradies betreten und nicht einmal dessen Geruch wahrnehmen. Allahu Akbar, was für eine Strafe, warum? Ich verstehe eins nicht, wenn du eine Frau fragst, die jetzt freiwillig ihr Kopftuch angezogen hat, wir kommen danach dazu. Warum trägst du ein Kopftuch? So wird sie dir sagen, weil Allah es mir befohlen hat. Eine wunderschöne Antwort. Möge Allah dich segnen, oh Schwester. Aber mach weiter. Ist es nur das Kopftuch? Wenn es dir darum geht, Allahs Befehl zu gehorchen, dann bitte den gesamten Befehl. Nicht nur ein Teil vom Befehl. Und nicht, dass du nur fastest, aber kein Hijab trägst und nicht betest. Derjenige, der dir das Gebet auferlegt hat, ist auch derjenige, der dir den Hijab auferlegt hat. Und der dir auch das Fasten auferlegt hat. Warum trennst du und tust so, als ob Allah Azza wa Jal in mehreren Göttern wal-iyadu billah aufgeteilt wäre? Nein, Allah ist ein einziger. Qul huwa Allahu ahad. Und von ihm haben wir die Gesetze bekommen. Er hat dir das Tragen einer islamischen Bedeckung befohlen. Subhanahu wa ta'ala. Und wir haben es gerade angesprochen. Die Islamhasser sagen uns, was unsere Religion ist. Sie sagen, das Kopftuch ist ein politisches Symbol. Damit haben sie das Kopftuch, und ich sage Kopftuch, aber ich meine was? Hijab. Ich habe es vorhin angesprochen. Damit haben sie
das Kopftuch entfremdet. Und zwar von was? Von unserer Religion. Sie haben es getrennt. Das ist ihr Ziel. Dass sie sagen, das gehört gar nicht zur Religion. Wir sagen ihnen, lernt erstmal eure eigene Religion, bevor ihr über die Religion der anderen spricht. Lasst uns diesen Teil selber entscheiden, ob das Kopftuch zur Religion gehört. Was haben wir gesagt? Wer sagt zu seinen Propheten, o Prophet, sagt zu deinen Frauen und zu deinen Töchtern und zu den gläubigen Frauen, sie sollen sich reichlich bedecken. Wessens Worte sind das? Ha? Von einem Politiker? Von einem Staatsoberhaupt? Es sind die Worte von dem Herrn aller Weltenbewohner. Niemand anderes außer Allah Azza wa Jal. Wollt ihr jetzt noch politisches Symbol sagen? Ein Lügner bleibt ein Lügner. Und wenn du mit dieser Lüge sterben willst, so stirb mit dieser Lüge. Aber wenn du die Wahrheit haben willst, dann schaue im Koran nach. Und ich sage dir die Ayah. Das ist die 33,59. Damit du selber nachschauen kannst, ob wir die Wahrheit sagen oder ob wir aus einem Märchenbuch vorlesen. Es gibt kein Märchenbuch. Es ist das Wort, das wahrhaftigste Wort von Allah Azza wa Jal und von niemand anderem, außer von Allah Subhanahu wa Ta'ala, verfasst, liebe Geschwister. Alle muslimischen Gelehrten, bedeutet alle Rechtsschulen, haben ein Ijma, ein Konsens, eine einhellige Meinung, eine Meinung, dass der Hijab verpflichtend ist für die Frau. Sogar die Leute der Bid'ah, der Neuerung, die sich von den 73 Gruppen sogar entfernt haben, sogar die Schia. Bei ihnen ist es verpflichtend. Was soll ich euch noch dazu sagen? Es gibt niemanden von den Gelehrten, der etwas anderes gesagt hat, außer dass der Hijab Pflicht ist, liebe Geschwister. Will uns der Staat erklären, wie wir unsere Religion zu verstehen haben? Sie wollen uns bevormunden, weil wir dumm sind, weil wir nichts wert sind, weil wir keine Stimme haben. So kommen diese Leute und sagen, wir werden für euch Dumme sprechen, denn ihr seid nicht in der Lage zu denken. Und sie holen ihre heuchlerischen, bezahlten Freunde, die sogenannten Muslime, die alle bei Allah Kuffar sind. Dieser Wal-Iyadu Billah Abdus Samad, möge Allah Azza wa Jal seine Heuchlerei in der Dunya sichtbar machen und möge Allah Azza wa Jal ihm die gerechte Strafe geben, wenn er so stirbt. Dieser Shaitan, der sich Muslim nennt, spottet über den Islam, beschimpft den Islam, redet von morgens bis abends über den Islam. Dieser wird geschützt, morgens und abends. Er hat Polizeischutz. Warum? Weil er gegen den Islam spricht oder für den Islam? Weil er gegen den Islam spricht. Habt ihr gemerkt, dass alle Polizeischutz bekommen, die was? Die gegen den Islam sprechen. Aber die, die für den Islam sprechen und gut sprechen und hier ein friedliches Miteinander haben wollen in der Gesellschaft, bekommen sie Polizeischutz? Nein, vielmehr wird die Polizei zu ihnen hingeschickt, damit sie Razzia in ihren Wohnungen machen. Möge Allah uns standhaft machen. Diese gesamten Islamkritiker, macht schon mal eine Kaida, eine Regel, die sind nichts anderes als Kuffar. Sonst werden sie auch kein Islamkritiker. Du wirst niemals sehen, dass ein Muslim, wal-iyadu billah, den Islam was kritisiert. Es kann passieren, dass ein Muslim etwas falsch versteht von seiner Religion. Das kann passieren. Und diese Leute bekommen was? Eine Aufklärung. Aber jemand, der von Anfang an den Islam beschimpft, beleidigt, ihn als eine terroristische Religion beschimpft, ist das ein Muslim? Bei Allah, wer sagt, dass diese Person ein Muslim ist, so soll er sich Gedanken machen über seinen eigenen Islam. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Sie holen bezahlte, heuchlerische Freunde, die so viel bezahlt werden, dass sie die Wörter sagen, die die Kuffar ihnen auferlegt. Du sagst ja, Serap, wie heißt sie? Serap, sagen wir Shaitan, das passt immer. Bitte sag den Leuten, weil sie denken, du bist Muslima, dass das Kopftuch eine Erniedrigung für Frauen ist. Sie hat andere Wörter benutzt. Ich möchte diese Wörter nicht sagen. Von Perversion hat sie gesprochen. Wal-Iyadu Billah, überlegt Perversion, ja? Allahu A'lam, was diese Frau in ihrem Leben alles macht. Und sie will über Perversion, über die reinen Frauen reden. So eine, die Allahu A'lam, wie viel Schmutz auf ihren Herzen lassen. Wie viel tausendmal sie schon an Sinner vielleicht gemacht hat. Will über unsere edle, reine Religion reden. Und genauso die anderen Gestalten, die sie holen, um sie zu bezahlen,
wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Du'atun ala abwabi Jahannam. Es wird Rufer geben, sie rufen wohin? Von der Tür von Jahannam rein in Jahannam. So fragte Hudhayfa radiyallahu anhu arda. Sifhum lana ya Rasulallah. Beschreibe sie uns, wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben werden. Er sagte, hum min jildatikum. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ. Sie sind von eurer Haut, bedeutet, sie haben, was? Euren Ursprung, eure Nationalität. Sie gehören zu euch. Und sie reden mit eurer Zunge eure Sprache. Und sie geben vor, Koran und Sunna zu rezitieren, zu zitieren, aber sie zitieren nichts außer ihre satanischen Gedanken, liebe Geschwister. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat uns alles klar gemacht. Und wer wird von den Muslimen solche Leute als Vertreter der Muslime sehen? Seht ihr sie als Vertreter der Muslime? Ja oder nein? Wallahi, wenn diese Leute, ob es der Islamrat ist, Islamverrat, Afwan, verzeiht mir. Oder diese Leute, die sie alle versammeln. Aber merkt ihr, subhanallah, und das möchte ich euch klar machen in diesem Falle, merkt ihr, dass die Islamhasser wissen, dass diese Leute bei der Bevölkerung eventuell als Muslime gesehen werden könnten? Deswegen lassen sie sie sich sprechen. Merkt ihr, dass diese Leute enormer und energischer sprechen als die Islamhasser selber? Das solltet ihr mal genau verstehen, liebe Geschwister. Also holen sie ihre heuchlerischen Freunde, die sie Muslime nennen. Die sollen dann sagen, das stimmt nicht, der Kopftuch gehört nicht zum Islam. Und die meisten Frauen, so sollen die Leute wissen, tragen ihren Hijab aus Überzeugung. Und ich komme danach dazu, dass ich einige Stellungnahmen, einige Kommentare von den Schwestern auch lesen werde, liebe Geschwister. Sie werden nicht dazu gezwungen, bei Allah. Kann es sein, dass hier und dort, es kann alles sein. Ja, aber der Islam ist die Unterwerfung. Frage, wenn man einer Person sagt, nimm den Islam an, mit Zwang, und lebe den Islam mit Zwang. Und diese Person tut es wirklich nur aus Zwang. Wird diese Person, selbst wenn sie den Islam lebt, in das Paradies kommen? Sagt es mir. Warum nicht? Weil der Islam ist Unterwerfung. Hä? Im Herzen. Das muss freiwillig geschehen. Das kannst du nicht jemandem aufzwingen. Der Islam muss was? Freiwillig gelebt werden, liebe Geschwister. Kommen wir zu Punkt 3. Die Scheinargumente der Islamgegner bezüglich des Kopftuchverbots. Erst einmal sage ich meinen Geschwistern, wir müssen nicht für neue Rechte kämpfen, sondern die Rechte auf Religionsfreiheit und die Freiheit der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, ist in der Verfassung verankert. Wir müssen nicht für neue Rechte kämpfen. Jedoch interessieren sich diese Islamgegner nicht für ihre eigene Verfassungsordnung und sie setzen sich über ihre eigenen Gesetze hinweg, wenn es darum geht, den offenkundigen Hass gegenüber den Muslimen klarzumachen. So sagte der Integrationsminister, lasst uns hören, der soll eigentlich dafür da sein, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Er sagt, religionsunmündige Kinder dürfen nicht gedrängt werden. Das bedeutet, hier speziell, was meint er? Das Kopftuch natürlich. Aha. Und dieser Mann hat seinen Job ganz klar verfehlt. Ganz klar, ohne Frage. Warum? Ist Toleranz nicht, dass Kinder ganz gleich welchen Glaubens einander kennenlernen können und sie miteinander in der Schule sein können, unabhängig, welche Religion sie angehören? Ein Mädchen mit Kopftuch kann doch mit einer ohne Kopftuch spielen. Und auch das jüdische Mädchen kann mitspielen. Wo ist das Problem, fragen wir diesen Politiker. Denn du wirst niemals sehen, dass Kinder vorher sich gegenseitig nach der Religionszugehörigkeit fragen, bevor sie miteinander spielen. Bevor Kinder miteinander spielen, fragt er ihn, bist du Jude oder Christ? Dann erst spiele ich mit dir? Subhanallah, wo gibt es so? Die Kinder haben eine Fitra. Und diese Leute, die Islamhasser, wollen diese Fitra bei den Kindern zerstören, liebe Geschwister. Das sollte eigentlich ein Integrationsminister sagen. Bei Allah, du wirst niemals Kinder sehen, die sagen, welcher Religion gehörst du an? Erst wenn du mir das richtig beantwortest, dann spiele ich mit dir. Aber dieser Integrationsminister
Er möchte, dass die Mädchen mit Kopftuch zur Außenseiterin in der Schule werden. Masha'Allah, was für ein Integrationsminister. Was heißt Integration, liebe Geschwister? Natürlich, manche haben ein anderes Verständnis. Die sagen, auch wenn er Mohammed heißt, der muss Weichwurst essen und Bier trinken und grünen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das denken manche über Integration. Aber das ist nicht die Integration. Integration bedeutet für uns ganz klar gesagt, wir lernen die Sprache derjenigen, mit denen wir zusammen wohnen und leben. Wir kommunizieren mit ihnen, wir sind friedlich und wir haben ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Und ist mehr von uns verlangt, ja oder nein? Ist nicht mehr von uns verlangt. Alhamdulillah, man kann gerne unser Führungszeugnis betrachten. Ob wir uns an die Regeln halten oder nicht. Und wir sagen den Leuten, wenn wir uns an Regeln halten, dann machen wir das nicht aus Furcht vor dem Staat, sondern aus Furcht vor Allah. Wenn du nicht klaust, warum? Weil du Angst vor dem Staat hast? Sondern du hast Angst vor Allah. Ist Zina in diesem Land erlaubt, ja oder nein? Machst du es? Natürlich nicht, aber nach dem Gesetz ist das erlaubt. Aber du weißt, Allah Azza wa Jal, er würde dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Das ist unsere Angst. Walhamdulillah, dass wir sie nur vor Allah Azza wa Jal haben. Aber wir halten uns an die Regeln. Und wir halten uns auch an die Gesetze, Alhamdulillah. Das ist deutlich. Denn ansonsten wäre ich nicht in der Lage, euch heute einen Vortrag vorzubereiten. Obwohl man so viel Schlechtes über mich schreibt. Das sage ich nur den Nicht-Muslimen, dass sie etwas überlegen sollen. Liebe Geschwister, lasst uns herausfinden, ob es diesen Leuten um das Kindeswohl geht, weil das behaupten sie, uns geht es nur um das Wohl der Kinder, oder ob sie nur einfach den Islam mit jeder Faser ihres Herzens hassen. Wenn es um das Kindeswohl gehen würde, dass dieses Gesetz, was sie jetzt etablieren wollen, nur dafür da ist, den Kindern nichts aufzuzwingen, so haben sie hiermit jetzt den Kindern selber etwas aufgezwungen. Sie haben sie in ihrer persönlichen Entwicklung was eingeschränkt. Erlaubt oder nicht erlaubt? Nicht erlaubt. Dann fragen wir weiter, wenn es nur um das Kindeswohl geht, dass Religionsunmündige nicht bevormundet werden, was ist mit Kreuzen, die Kinder unter 14 Jahren um den Hals hängen? Klar, das Baby kam raus und sagte, ich will mir ein Kreuz um den Hals. Und wir stellen weitere Fragen, die bitter sind, aber sie sind da. Entscheidet ein christliches Kind bei der Taufe, ob es getauft werden möchte oder nicht? Wir stellen noch eine Frage, dann lassen wir euch in Ruhe, weil wir wissen, die Gesichter werden langsam rot. Möge Allah uns bewahren. Und uns wahrhaftig machen. Warum war in dieser Debatte nicht die Kippa von jüdischen Kindern auch zur Rede? Warum wurde dieses nicht zur Rede gestellt? Kippa ist diese Mütze, die jüdische Kinder anziehen, auch unter 14. Oder hat man etwas Angst, sich mit den falschen Leuten anzulegen? Geht es um das Kindeswohl? Um was geht es? Um was? Der Islam ist das Problem. Mit anderen Worten, bei Allah, es geht nicht um das Kindeswohl. Sonst müsste man hiermit alle Religionen einbeziehen. Es geht um die schnellstwachsendste Religion, vor der sie Angst haben. Punkt 4, den wir schnell abhandeln, liebe Geschwister, weil ich möchte schon gerne einiges, was die Schwestern geschrieben haben, auch gerne vorlesen. Eine Antwort an die Islamgegner. Wir fragen diese Leute, die mit ihrer Demokratie prahlen. Prahlen sie mit ihrer Demokratie? Ja oder nein? Wir fragen sie, was ist der Unterschied zwischen euch und den Diktaturen, die genauso eine totalitäre Ideologie haben? Was ist der Unterschied? Die anderen verbieten das genauso. Und heißt Demokratie nicht Toleranz? Also wir als Muslime merken nichts von dieser Toleranz. Und wenn man die Menschen nackt auf der Straße herumlaufen lässt, weil dieses zu einer Demokratie gehört. Wenn man auch die Menschen, die sich als Gruftis und als Satansanbeter verkleiden lässt, weil dieses zu einer Demokratie gehört.
Und wenn man die Menschen als Buddhisten und auch als Nonnen herumlaufen lässt, weil dieses zu einer Demokratie gehört, dann fragen wir als Muslime, warum lässt man die muslimischen Frauen nicht den Hijab tragen? Hört etwa hier das demokratische Verständnis auf? Eine Frau in den sogenannten demokratischen Staaten wird gezwungen, ihren Hijab, ihr Kopftuch, ihre religiöse Identität abzunehmen. Warum? Weil die religiöse Freiheit in diesen Staaten nur schriftlich im Buch steht, aber sie wird nicht praktiziert. Bedeutet Religionsfreiheit für alle, außer für Muslime. Subhanallah. Und wichtig, das solltet ihr verstehen, liebe Geschwister, und das gehört zu den deutlichsten Beweisen, subhanallah, eine Frau mit Kopftuch darf die Toiletten in einer Schule sauber machen oder im Krankenhaus. Als Putzkraft ist sie gut genug, aber darf sie auch an der Schule Lehrerin sein oder im Krankenhaus Ärztin sein? Nein, weil man will sie in einer erniedrigten Position sehen. Geht in ein Krankenhaus, wen seht ihr meistens als Putzfrau? Hä? Frauen mit Kopftuch, die die Toiletten sauber machen. Dafür ist sie gut genug. Aber wie sieht's aus? Darf sie Ärztin sein mit Kopftuch? Darf sie in der Schule Lehrerin sein mit Kopftuch? Nein. Sie ist nur dafür da, was zu tun? Die sogenannten erniedrigten Aufgaben, liebe Geschwister. Subhanallah. Diese Islamgegner verachten die Werte von muslimischen Familien, als ob diese muslimischen Familien untauglich sind, liebe Geschwister, ihre Kinder erziehen zu können. Was soll das? Zwang. Was heißt Zwang gegenüber Kindern? Jetzt, wenn nur eine Person sein Kind mitnimmt, um zu impfen, hat das Kind sich für die Impfung entschieden? Wer entscheidet das? Die Eltern. Obwohl, gibt es Leute, die sagen, Impfungen sind schädlich? Ich will jetzt die Diskussion nicht aufmachen. Aber es gibt Leute, die sagen, vielleicht ist das schädlich für das Kind. Warum entscheiden die Kinder? Warum entscheiden die Eltern? Verzeiht mir. Warum? Warum entscheiden die Eltern, ob das Kind in ein Fußballinternat geht oder nicht? Ob das Kind Kunstturnen macht oder nicht? Will das Kind das immer? Nein. Gegen den Willen des Kindes. Wenn es darum geht, dann redet über den gesamten Willen des Kindes. In allen Bereichen, nicht nur in religiösen Bereichen. Und daher, liebe Geschwister, sagen wir zu den Islamgegnern, und ihre Argumente gehen natürlich aus. Und bei Allah Azza wa Jalla, sie haben keine Argumente, ohne dabei ihre eigene Demokratie zu verraten. Das Mädchen ist erst ab der Pubertät, sagen sie dir, verpflichtet, den Hijab zu tragen. Was regt ihr Muslime euch so auf? Die darf mit 14 Jahren den Hijab tragen. Natürlich, bis dahin gibt es ein neues Gesetz. Dann erst ab 18. Und dann gibt es ein neues Gesetz ab 30. Und dann ab 60. Möge Allah uns bewahren. Die denken, wir sind dumm. Was sagen wir diesen Leuten erstmal? Mit 14, wann bekommen die meisten Mädchen ihre Pubertät? Unsere muslimischen Mädchen kriegen die Pubertät schon vor den europäischen Kindern, das wisst ihr. Bei uns ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Mädchen schon mit wie vielen Jahren die Pubertät hat? Mit 8, 9 Jahren. Wallahi, überhaupt nichts Ungewöhnliches, das weiß man auch. Wir können Ihnen auch gerne Beweise dafür liefern. Es gibt Statistiken und es gibt alles. Ja, Alhamdulillah, was will man uns sagen? Das heißt, sie kann ihr religiöses Recht nicht wahrnehmen. Weil sie ist mit 10 pubertierend geworden, darf aber erst mit 14 ihr Kopftuch tragen. Man entreißt sie von ihrer Identität. Welcher Identität? Wer hat sie ihr gegeben? Allah. Und dieses Mädchen macht das für wen? Für Allah Azza wa Jalla. Und sie schaffen damit einen Konflikt bei einem Mädchen selber. Von der einen Seite weiß sie, dass sie eigentlich Kopftuch tragen muss, von der anderen Seite wird es ihr verboten. Denkt ihr, das ist leicht für ein Mädchen, liebe Geschwister? Subhan al-Malik. Sie haben sich Mühe gemacht, ein Alter zu finden, um überhaupt mit uns zu diskutieren. So nach dem Motto, erst ab der Pubertät ist es verpflichtend. Wir sagen Ihnen, die meisten sind erstmal vor 14 in der Pubertät. Ich rede über unsere Mädchen. Und Nummer 2, bitteschön, das könnt ihr ihr nicht verbieten. Das ist die Entscheidung der muslimischen Familie. Oder ihr macht ein Gesetz für alle und sagt uns das, dann werden wir dieses Land verlassen. Alhamdulillah. Möge Allah Azza wa Jal
uns das Wort Allahs nur am Höchsten halten lassen und niemals auf unsere persönlichen Bedürfnisse gucken lassen. Liebe Geschwister, Kinder ahmen ihren Eltern nach, weil sie sagen, die Eltern haben sie gezwungen. Denn ein 7-jähriges Mädchen kann nicht selbstständig entscheiden. Ich kann euch berichten, ich habe eine Tochter, die ist, wie alt ist sie? Ungefähr so. Kommt gut, 2,5, ne? Alhamdulillah. Verzeih uns, Isra, wenn wir was Falsches gesagt haben. Wallahi al-Azim, Allah ist mein Zeuge. Sie liebt das Kopftuch über alles. Ich kann es ihr nicht ausziehen. Sie möchte am liebsten damit schlafen. Die lässt keinen ran. Von wem hat sie das gelernt? Sie macht, was wer macht. Ihre Mutter macht. Wollt ihr das auch den Kindern verbieten? Dass sie ihre Eltern als Vorbilder sehen? Subhan al-Malik. Wallahi, ich habe selber mal ein Kind gesehen, der hat sich so hier überall am Unterarm, nur am Unterarm bemalt. Dann gucke ich, auf einmal ich sehe den Vater, der ist überall hier tätowiert am Unterarm. Was hat er gemacht? Demzufolge hat sich überall am Unterarm bemalt. Das ist so. Aber glaubt mir, das Tattoo wäre ihm lieber als das Kopftuch. Kinder ahmen gerne ihre Eltern nach, liebe Geschwister. Und diese Islamgegner wollen den Islam eliminieren. Natürlich gibt es noch viele weitere Schritte in den Schubladen von diesen Islamhasser. Sie testen nur die Temperatur von uns Muslimen. Mit anderen Worten, wenn wir schweigen, was kommt dann als nächstes? Das neue Gesetz. Und die Gesetze sind schon gemacht, bis wir nichts mehr mit unserer Religion zu tun haben. In Spanien hat man es geschafft, da hat man den Islam von seinen Wurzeln entrissen. Subhanallah. Ja, in Österreich hat dieser Sebastian Kurz das vorgemacht. Und jetzt? Und wer ist er? Sie wollen was testen? Unsere Temperatur. Solange wir schweigen, solange ist alles gut. Was sind Sie gewohnt? Sie sind von muslimischen Familien gewöhnt, dass sie ihnen sagen, nein, in Deutschland dürft ihr das nicht und ihr habt keine Rechte und dies und das. Und das stimmt. Die alten Generationen haben das mitgemacht. Aber wir sagen ihnen ganz klar, dieses ist jetzt eine neue Generation. Eine selbstbewusste Generation, die ihre Rechte kennt, die Sprache dieses Landes versteht, die kommunizieren können, die sich anbieten für Dialog, die sagen, nein, wir haben Rechte. Das ist nicht mehr dieselbe Generation, wo ihr mit einem 60- oder 70-Jährigen spricht, der sagt, Hauptsache Deutschland. Nein, 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 nein. Die Generation hat sich geändert, liebe Geschwister. Und wir werden uns nicht einfach so klein kriegen lassen. Wir wissen, was unsere Rechte sind und wir werden für unsere Rechte einstehen. Und deswegen, liebe Geschwister, sage ich euch, es gibt ein paar Geschwister, möge Allah so schnell sie segnen. Sie haben eine Umfrage gemacht oder beziehungsweise eine Petition, heißt das? Dass man unterschreiben soll und dass wir so viele Stimmen wie möglich sammeln, damit wir den Leuten vorlegen können, schaut, wir sind nicht dumm, wir sind eine selbstbewusste Generation. Hier, bitteschön. Es gibt genug Leute, die damit nicht einverstanden sind, wie ihr die Muslime bevormunden wollt und dass ihr ihre Rechte mit Füßen tritt. Und deswegen bitte ich euch im Namen Allahs Azzawajal, dass ihr euch da auch einschreibt, bi'idhnillahi ta'ala, damit wir so viele Leute wie möglich sammeln können. Und ich beende, liebe Geschwister, dass ich noch an den Islamgegnern etwas sagen möchte. Sie sollen eine Sache wissen, je mehr sie den Islam verbieten, umso begehrter wird der Islam sein. Wollt ihr den Beweis? Diese Islamhasser, sie haben die Medien in der Hand, sie haben das Geld und geben aus, um vom Wege Allahs Azzawajal abzuhalten. Von morgens bis abends berichten sie schlecht über den Islam. Aber subhanallah, die einzige Religion, die so immens wächst, ist der Islam. Alhamdulillah. Yuriduna liyutufi'u nurallahi bi'afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Sie möchten das Licht Allahs, die Religion, mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Kuffar zuwider ist. Das sind die Worte Allahs Azzawajal.
Und ich ende mit einer Eier. Als Lut alayhi salatu wassalam, der geehrte Prophet, liebe Geschwister, der Neffe von Ibrahim alayhi salatu wassalam, zu einem Volk ging, die das Abscheuliche Männer unter Männer begangen haben, so sagte Lot zu ihnen, dass sie das unterlassen sollen, weil Allah azza wa jal sie sonst bestraft. So sagten sie einen Satz: Qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Wirf die Sippe Lots und diejenigen, die mit ihm sind, aus eurer Stadt heraus. Das sind Leute, die wollen sich was reinhalten. Wisst ihr, was es bedeutet, reinhalten? Sie wollen nicht ihre Ehre beschmutzen, ihre Religion beschmutzen. Deswegen schmeißen wir sie raus aus dieser unserer Stadt. Und so wird es heute mit den Muslimen gemacht. Wenn sie sich reinhalten wollen, dann sind sie Salafisten. Sagt mit mir. Extremisten. Terroristen. Dschihadisten. Wahhabisten. Alles. Nur weil sie für ihre Religion einstehen. Und wir sagen ihnen, Wallahi, wenn ihr uns mit diesen Namen nennt, nur weil wir stolz sind auf unsere Religion, bitteschön, lasst es herabregnen auf unseren Köpfen mit diesen Wörtern. Und zum Schluss, wie versprochen, möchte ich nur ein paar Kommentare von den Schwestern vorlesen. Sie haben uns auch geschrieben, möge Allah soll unsere Schwestern segnen. So schreibt eine, liebe Geschwister: Wieso werden meine Steuern akzeptiert, aber nicht die Art, wie ich mich anziehe? Wir sind nun im Jahre 2018 angekommen und das Problem einiger Wutbürger ist nur die muslimische Frau, die bedeckt ihren Alltag bestreiten möchte. Menschen in vielerorts sterben an Hunger, Tod, Elend, überall so weit die Blicke reichen. Von Afghanistan bis Palästina, von Syrien bis ganz Afrika. Aber das europäische Problem ist die ethnische, kulturelle Beseitigung der Muslime. Möge Allah unsere Schwester segnen. Eine andere Schwester schreibt: Ich trage seit 6 Jahren den Hijab und seit circa 2 Jahren den Niqab. Nicht nur Ungläubige, sondern hauptsächlich Menschen, die sich Muslime nennen, haben sich gegen mich gestellt. Genau weil sogar die Muslime den richtigen Hijab nicht respektieren und uns bekämpfen, sind wir heute in dieser Situation und zu denken, wir wären dadurch unterdrückt oder gezwungen. Eine weitere Schwester schreibt, liebe Geschwister: Zum heutigen Vortrag bezüglich des geplanten Kopftuchverbots möchte ich gerne erläutern, warum ich das Kopftuch Alhamdulillah trage. Ich trage das Kopftuch, seit ich 11 Jahre alt war, aus voller Überzeugung zum Islam und nicht, wie viele Nicht-Muslime denken, aus Zwang oder sonstiges. Ich habe gemerkt, dass ich seitdem keine blöden Anmachsprüche oder Flirtversuche bekomme, was mich ja als Mädchen beschützt. Dafür bekomme ich immer mal Beleidigungen von Islamhasser. Aber lieber eine Beleidigung als eine Vergewaltigung. Man sollte immer positiv denken und jedem die Möglichkeit selber geben, über sein Leben zu entscheiden. Daher finde ich das Kopftuchverbot nicht fair. Außerdem finde ich nicht, warum ein Kopftuchverbot für Muslime ausgesprochen wird, aber nicht gegen andere Religionen wie zum Beispiel Christen oder Juden, die auch sehr wohl Kopftuch tragen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, die Schwestern haben uns geschrieben und es sind mehrere Sachen, die sie uns geschrieben haben. Ich möchte nur hiermit klar machen, unsere Schwestern, Alhamdulillah, möge Allah sie segnen, sie tragen das aus voller Überzeugung. Und wir haben das erläutert, welche Eltern ihre Kinder dazu aufzwingen und ihnen nicht erklären, was der Islam bedeutet, so haben diese Kinder nichts vom Islam. Denn der Islam muss wie, was haben wir gesagt, praktiziert werden? Freiwillig, man muss sich unterwerfen vor dem Willen Allahs. Und das sagen wir auch zu den Eltern, die ihren Kindern die Sachen aufzwingen. Sie sollen wissen, das Kind muss lernen, dass es freiwillig Allah Azza wa Jal dient, subhanahu wa ta'ala. Und wir führen das Kind wie? Zur Gottesfurcht. Wir führen es an, damit das Kind auch weiß, Alhamdulillah, das ist ihre Identität. Und wir machen nichts, was hier uns angelastet werden kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Vortrag einige Herzen, die vorher gezweifelt haben, möge Allah azzawajal diese Herzen umkehren lassen zu der Wahrheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Nicht-Muslime zum Islam leiten. Und möge Allah azzawajal die heuchlerischen sogenannten Muslime, die bei Allah keine Muslime sind, möge Allah azzawajal sie recht leiten, bevor sie in dieser Situation sterben. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فأيا gutes zu hören, liebe Geschwister.